Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 23.07.2020. Jo, und so im Mittwoch ist nicht viel passiert. Die Bären haben ja wirklich auf der faulen Haut gelegen und müssen da jetzt auch gut aufpassen, dass sie sich da ordentlich festhalten. Denn das ist schon, naja, so eine nicht verwandelte Chance nach unten. Die bietet natürlich Raum auf der Oberseite zur Entfaltung. Also muss unser DAX jetzt hier aufpassen. Also, man sieht es auch im 2-Stunden-Chart, hat halt die Abwärtsbewegung deutlich ausgebremst. Wenn er da jetzt keine impulsive Bewegung nach unten reinkriegt, sollte man dann schon davon ausgehen, dass insbesondere auch über dem Trend der DAX dann, also über der Keilkante der DAX dann eben weiter nach oben laufen kann. Im Fokus stehen gerade noch ein bisschen Microsoft-Zahlen, Tesla-Zahlen. Also es kommt heute einiges noch mit rein. Ich kann jetzt leider nicht warten, bis alles durch ist. Wahrscheinlich kommt es auch wieder nicht pünktlich. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig dann für mich, weil wir ab und an dann doch größere Gaps auch mit im Chart drin haben. Ich würde jetzt nicht denken, dass es zu groß wird. Ich würde sogar fast vermuten, dass wir noch im Keil sind dann zur Öffnung. Es kann aber durchaus an der oberen Kante werden oder eben nochmal im unteren Bereich. So, also nach der Bewegung, wie wir sie zum Mittwoch gesehen haben, hätte ich jetzt eher einen Aufwärtsgap unter Verdacht, aber das ist so wirklich ganz 50-50 ist es nicht, aber schon nah dran. Eher mit der Tendenz nach oben, weil ja der Aufwärtstrend noch intakt ist und wir dieses tiefere Tief noch nicht unterboten haben. Im Dienst, also die bei uns die Mails bekommen haben, haben wir das hier oben eigentlich auch gut abgefangen bekommen, den Ausflug über die 1,70, da haben wir dann noch geschrieben, viel zu nervös da ist, viel zu Bewegung, Tempo noch auf dem Niveau hat. Dass er da echt anfällig wäre, dann nochmal runterzukrallen. Und hier sehen Sie es auch unten, hat er einfach die Trigger nicht ge gedrückt gekriegt. Na, ist einfach hier nur unten an den Triggern rumgekratzt, hat er nicht nach unten gelegt bekommen. Deswegen können wir den einfach so mitnehmen. Der bleibt natürlich aktiv. Wird natürlich ein ordentliches Trara dann da unten raus. Ja, das wird nicht so ohne werden. Wahrscheinlich zuckt er einfach erstmal wieder durch und drückt sich nach oben zurück. Das haben wir jetzt die ganze Zeit gesehen. Das waren so viele Fehlausbrüche hier oben wie unten. Das wird wahrscheinlich nicht wie Butter schneiden. Kommt aber trotzdem ein bisschen auf die Eröffnung vom DAX an. Grundsätzlich haben wir Donnerstag. Donnerstage haben immer wieder die Eigenschaft, stark zur Seite auszuschlagen in einem bestimmten Radius. Oder halt auch mal einen richtigen Trendtag reinzulegen. Halt so eine richtige Übertreibungswelle über wirklich 5, 6 Stunden, also wirklich über eine mehrstündige Übertreibungsbewegung. Und die würde ich so sagen, ist halt oberhalb von 1,80 möglich, 200, ne? Also 1,70, 200 machen wir es vielleicht so. Darüber sind Übertreibungsbewegungen möglich. Und hier unten kann man sagen, unter der 1,95, 1,385 sind dann die Übertreibungswellen nach unten möglich. Ne? Also. Deswegen können wir das eigentlich so, wie es alles ist, hier mitrücken, können den Tag einfach nochmal so rüber kopieren und mehr muss man hier gar nicht erzählen. Ich würde, wie gesagt, vielleicht einen Vorteil auf der Oberseite sehen, einfach weil wir so eine gute Chance nach unten hatten, weil das ganz oft versucht hat, unten auszutreten. Ne, sind 1, 2, 3 Tiefs gekommen, alle nicht verwandelt, ne, nichts gehoben gekriegt. Ne, und das schafft einfach nochmal jetzt so einen Spielraum auf der Oberseite. Ne. Ich hätte da schon. Das im Verdacht, dass es kommt, aber dann muss es mir zeigen, will den dann auch sehen, will ich auch ein bisschen Schub und Druck sehen und dann kann er eben hier noch was oben raus schaffen. Unten aber genauso, dazwischen, das ist halt einfach so eine neutrale Zone, das ist halt Schiebebereich, Range-Bereich, seitwärts, da gebe ich jetzt erstmal noch nichts drauf. Mir wird wichtig, wann bricht er unten raus, wann bricht er oben raus. Einen Gap kann durchaus impulsgebend sein. Es muss nicht direkt geschlossen werden, als wenn er nach oben oder nach unten gibt. Jetzt auch durch die Zahlen von Microsoft und Co. Muss man schon davon ausgehen, dass er auch durchschieben kann, halt auch mehrstündig wirklich in eine Richtung dann richtig schreiben kann. Ich kann mal kurz gucken, ob schon ein bisschen was durch ist. Ich pausiere sie mal kurz. Ja, nee, das ist wahrscheinlich zu früh, um da noch was zu machen. Unser DAX notiert aktuell außerbörslich leicht höher. Microsoft sehr gute Zahlen oder gute Zahlen gemeldet, notiert aber fast 3% tiefer gerade. Da ist auch noch viel Spiel, also kann auch nachher wieder komplett anders aussehen zum Früh. Ich würde sagen, wir lassen uns mal überraschen. Wir gucken an, wo rauskommt. Wir müssen hier nicht viel mehr Worte verlieren als nötig. Wir haben oben die Begrenzung, unten die Begrenzung und wo er rausgeht, geht er raus und geht er oben, kann er die 300 noch schaffen, geht er unten.
Wäre dann 13,15 hier, so 13,15, 12,89, das wäre ganz interessanter Bereich. Ansonsten einfach dazwischen hin und her, hoch und runter, seitwärts. Eigentlich das, was er zum Mittwoch gemacht hat, kann er auch zum Donnerstag nochmal machen, wenn noch keine Entscheidung kommt. Und mehr kann ich Ihnen gar nicht sagen. Das war wahrscheinlich die kürzeste Analyse der letzten 2 Wochen hier. Tageskerze ist so ein bisschen Doji geworden, ne? Also nicht ganz, aber fast. Also eine Unsicherheitskerze. Nach vorheriger Abwärtsbewegung nimmt das ein bisschen das Tempo raus, es nimmt das Fahrt raus aus dieser Konterkerze, es neutralisiert ein bisschen, würde den Markt jetzt quasi auch fertig machen, noch eine grüne oben rauszustellen, definitiv möglich. Aber ich würde mich fast nicht wundern, wenn wir noch so eine Kerze daneben kriegen. Wir gucken mal ein bisschen, wie er morgen reinkommt. Müssen wir dann wahrscheinlich reaktiv entscheiden. Stand hier lässt sich. Wir haben halt keine Signale halt, ne? Also es ist nicht, weil ich. Wegen den Zahlen oder wegen irgendwas anderes. Wir haben halt echt halt keine Signale. Ne? Das liegt nicht nur daran, dass jetzt Microsoft-Zahlen sind und Tesla-Zahlen und was weiß ich, was noch alles Zahlen meldet, sondern wir haben halt wirklich kein Signal seit gestern gekriegt. Wir sind so, wie wir rausgekommen sind, fast stehen wir fast noch. Ne? Also es ist absolut unverändert. Der hat oben die Trigger nur angetippt, nicht überwunden. Unten kann ich nicht viel Neues zu sagen. Ne? Von daher mache ich hier einen Cut. Ich sehe einen leichten Vorteil auf der Oberseite, aber wenn eine lange, fette, rote Kerze uns nach unten eröffnet, gerne auch nach unten raus. Mir ist wichtig, wo kommen die Trigger? Die würde ich dann vielleicht einfach noch abwarten. Dann kriegt man vielleicht ein bisschen leichter seine Punkte rausgekratzt. Muss ja nicht überall dabei sein, ne? Wichtig ist, dass sie ein bisschen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben bei dem, was sie dann handeln. Okay? Freunde, ich mache aus, wünsche viel Erfolg. Zum Donnerstag gutes Gelingen, maximale Erfolge und dann hören wir uns morgen wieder. Ciao!